Stört es euch auch, dass eure Fotos oftmals zu groß werden oder dass ihr Fotos geschickt bekommt, die sehr groß sind? Kein Problem, dafür habe ich mir einen Kurzbefehl gebastelt. Ich zeige euch einmal, wie der aussieht, aber keine Angst, ihr müsst das nicht abtippen. Ich packe einen Link für die iCloud in die Videobeschreibung. Ja, was macht dieser Befehl? Ich zeige euch das einmal am Beispiel eines Screenshots. Wenn ich dieses Foto hier als Bildschirmfoto fotografiere und mir hinterher in den Fotos anschaue, also ich fahre auf dieses Foto, dann klicke ich oben auf das i neben der Mülltonne und so sehe ich die Informationen über das Bild. Unter Bildschirmfoto steht keine Objektivinformationen, 3 MP, die Bildgröße in Pixeln und dahinter 4,5 Megabyte. 4,5 Megabyte finde ich persönlich relativ groß. Was macht mein Befehl? Dazu gehe ich oben links auf Teilen, das mittlere der drei Symbole, und wähle den Befehl Bild klein. Ihr könnt den auch umbenennen, wie ihr möchtet, aus. Ich kann jetzt sagen, um wie viel Prozent ich es verkleinern möchte oder eine Größe angeben. Ich sage einmal 50% und gucke mir dann an, wie das Ergebnis aussieht. Das Bild sichere ich wieder, indem ich auf Bild sichern klicke. So, jetzt schiebe ich mal eins zur Seite und sehe das veränderte Bild. Es ist vielleicht etwas schlechter von der Auflösung. Ja, ich zoome mal rein, könnte selber entscheiden, ob meine KI-generierte Maus hier wesentlich schlechter ist. An den Kurzbefehlen hier sieht man es vielleicht. Also wenn ich das nochmal im Original anschaue, ja, die Schrift ist etwas schärfer, aber ich muss sagen, für den Hausgebrauch reicht mir das hier völlig aus. So, und jetzt schauen wir doch mal, was passiert, wenn ich auf das i klicke. Ich sehe Bildinformationen, Bildschirmfoto. Hier steht nur noch ein Megapixel. Die Größe ist auch verkleinert. Aber wenn die Größe auch auf ein Viertel verkleinert ist, ist die, die Pixelgröße auf ein Viertel verkleinert ist, ist die Speichergröße doch drastisch geschrumpft, 168 Kilobyte. Ja, also das ist wirklich eine Größenordnung darunter. Das kann ich jetzt auch problemlos an eine Mail ranhängen. Wie gesagt, ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Es geht ganz einfach. Und vielleicht noch eine Sache. Ich kann auch das Bildschirmfoto direkt speichern in der verkleinerten Version. Ich gehe hier nochmal auf Bildschirmfoto. Dann klicke ich das Bildschirmfoto, bevor es gespeichert wird, an und sage oben rechts Teilen. Sage hier wieder Bild klein. Gebe an, wie groß es werden soll. Ich sage noch einmal, ich sage jetzt mal zum Spaß 100%, fertig, und sichere das Bild über Bild sichern. Diese Version hier lösche ich jetzt gleich. Ich gehe auf die Mülltonne und lösche das Bildschirmfoto. Das wird jetzt gar nicht gespeichert. So, ich habe jetzt natürlich irgendwie hier noch diverse Mäuse, aber ich gehe jetzt einmal auf das ganz rechte Bild, was ich eben gespeichert habe, und oben rechts auf das i. Ihr seht also auch bei 100% wieder 3 MP gleiche Pixelgröße ist das Bild nur noch 421 Kilobyte groß. Also Vergleich 50%, 168 Kilobyte, 100% nicht komprimiert, 4,5 Megabyte und gleiche Bildgröße 421 Kilobyte. Also auch bei gleicher Bildgröße mit meinem Befehl auf etwa 10% zusammengeschrumpft. Ich hoffe, das hilft euch, Speicherplatz zu sparen und anderen Leuten nicht irgendwie die Postfächer vollzuhauen. Viel Spaß damit!